Die FFP2-Masken, sie waren ja bei mir im Studio letztens, haben gesagt 1 Euro, jetzt ist es durchgestrichen, 50 Cent. Ich habe das ausgelöst, den Preiskampf. Wir haben vor kurzem noch um 3 Euro die Masken beim Palmers, circa 3 Euro beim, zuerst haben wir es noch ein bisschen teurer gekauft, beim Palmers, und haben es um 1 Euro hergegeben und haben gesagt, das ist eine Werbung. Ja. Und das haben die Zeitungen aufgegriffen, weil am Montag, glaube ich, wollte der Spar noch 99 Euro die Masken verkaufen. Und dann haben sie sich gesagt, den Lugner lassen wir die Werbung, den stellen wir die Werbung, und sind auf 59 Cent gegangen. Und daraufhin haben wir auf 50 Cent gezogen. Und ich habe, ich kann Ihnen das zeigen, wir haben Leute geschrieben, ob es bei uns noch um 1 Euro Masken gibt, weil überall in Wien sind sie ausverkauft. Da hat mir einer ein Foto geschickt von, wollen Sie das sehen? Ja, also generell vielleicht so die Masken 10 Stück um 5 Euro. Kann es jetzt sein, wenn Sie jetzt eine Maske schon um 50 Cent verkaufen, dass der Preis vielleicht noch weiter nach unten geht? Oder ja, ist das schon das Limit? Ich glaube, jetzt ist genug. Es ist ja tatsächlich so, man kann sagen, die FFP2-Masken, und wir wissen, die Pflicht ist dann ab 25. Jänner. Und da steht schon genau, da sehen wir, wir haben keine FFP2-Masken mehr. Das war beim Hofer. In Floridsdorf, okay. Aber bei Lugner City, da geht es nicht aus, oder? Ja, wir haben genug Masken, uns geht nichts aus. Und es weiß nur niemand, dass wir nur Masken haben und dass bei uns 50 Cent kaufen. Die Leute glauben alle, sie kriegen es um 1 Euro und haben uns deswegen gestürmt und gestern. Aber die haben gar nicht gewusst, dass sie es schon um die Hälfte kriegen. Also 50 Cent, ich habe beobachten können, da rufen schon ein paar Leute daheim an und sagen, du, die Masken, das ist eine echte FFP2-Masken, kostet nur 50 Cent. Es nimmt jetzt schon mehr zu, aber das ist eben, die Leute haben das weitererzählt. Und das ist ja gut so, dann kommen die Leute in die Lugner City und wir machen ein Geschäft, auch in den anderen Geschäften. Wie viele Masken haben Sie jetzt da unten, beziehungsweise bestellt? Unendlich viele, keine Probleme. Warum haben Sie so viele und der Hofer jetzt zum Beispiel nicht? Das weiß ich nicht. Kontakte? Wir haben es auch jetzt nicht mehr vom Palmers, muss ich dazu sagen. Die sind aus China und sind in Deutschland zertifiziert. Was glauben Sie jetzt generell, wie viele Leute auch hierher kommen werden, heute zum Beispiel in der Lugner City? Es weiß momentan noch niemand. Also Sie haben es im Internet schon drinnen stehen, habe ich gerade gesehen. Aber es weiß noch niemand, dass wir das um 50 verkaufen. Aber wir haben heute eine Presseaussendung gemacht, dass wir um 50 Cent verkaufen und genug Masken haben. Also morgen wird der Ansturm erst einsetzen. Wie geht es Ihnen selber auch, wenn Sie diese Maske tragen? Ja, ich bin kein Freund davon. Ich habe zuerst das Glasvisier gehabt und ich bin allein im Büro und meine Sekretärin sitzt im Nebenzimmer und wir halten den Abstand, dass wir uns kaum im Weg kommen. Und im Büro habe ich es nicht auf, die Masken. Aber wenn eine Besprechung ist, dann habe ich überall Masken liegen. Das ist wieder das Problem. Ich verwende es 10-mal und dann ist die Frage, ob die nicht schon zu viel verwendet wurde. Wie oft soll man es denn wechseln? Wissen Sie das? 4 Stunden ungefähr. Aber wenn man sie schön trocknen lässt, kann man es wieder verwenden. Wie geht es Ihnen generell jetzt auch gesundheitlich? Mir geht es gesundheitlich gut. Ich habe diesen Darmeingriff. Ich war, wie ich geflogen bin von den Malediven zurück, habe ich unten schon einen Test machen lassen. Und im Flugzeug ist eine Frau am Klo gewesen und die hat nicht weiter dran. Und ich habe schon geklopft und mir ist Blut und das ist mir über den Fuß runtergekronen. Gut, die wusste es nicht. Ne? Und daraufhin habe ich den Chef von den Barmherzigen Brüdern für die interne Medizin ein WhatsApp geschickt. Und der hat gesagt, haben Sie einen PCR-Test? Sag ich, ja. Sagt er, dann können Sie morgen kommen und ich mache das selber. Und dann hat er die Operation gemacht, dann, also die Verödung vom Darm. Und hat er gesagt, aber eine Nacht müssen Sie herinbleiben, wenn irgendein Problem ist. Und am Dienstagnachmittag konnte ich wieder heimgehen.
Und jetzt soll es vorbei sein. Ich habe noch zweimal ein bisschen stärker geblutet, aber ich glaube, ich habe es jetzt im Griff. Wie geht es generell auch den Mitarbeitern? Haben Sie wahrscheinlich auch Kontakt, ne? Oder sind die auch in Kurzarbeit? Wir haben unten in der Garage haben wir eine Teststation von Fast Test, Donauzentrum Shopping City Süd, und wir haben so eine Teststation, und unsere Mitarbeiter werden einmal in der Woche wird festgestellt, ob sie negativ oder positiv sind. Und wenn sie positiv sind, dann kriegen sie haben wir auch im Haus, im Labor, einen PCR-Test. Und es ist auch so, wenn dieser Abstrich, der einfache Abstrich in 10 Minuten, wenn der positiv ist, dann kann es beim PCR-Test durchaus negativ sein. Das hoffen wir natürlich, ne? Also wenn Sie auch zu Hause noch FFP2-Masken brauchen und auch um günstiges Geld, bitte schön 10 Masken um nur 5 Euro, eine Maske um 50 Cent. Ja, also